Hast du Lust aufs Brassenangeln? Dann schauen wir doch mal, was du alles benötigst, um erfolgreich auf Brassen zu angeln. Neben einem funktionierenden Spot, Futtermische, ein passendes Setup und Köder. Ja, bevor wir erfolgreich an der alten Festung Brassen angeln können, brauchen wir zwei wichtige Komponenten. Den richtigen Köder und natürlich eine Futtermische. Brassen sind Fressmaschinen. Die fressen wahnsinnig viel Futtermische. Und je besser deine Futtermische ist, je besser deine Skills sind in der Futtermischeherstellung, umso besser wirst du Brassen angeln können. Schauen wir doch mal rein. In der Angelfutterzubereitung, die haben wir hier unten, brauchen wir gar nicht so viel Skill, um Brassen angeln zu können. Du brauchst quasi nur die ersten paar Skillpunkte erarbeiten und dann geht es auch schon los. Denn wenn du hier in die verschiedenen Komponenten reinklickst, siehst du, was hier an der Seite immer freigespielt wird. Und als letztes wird freigespielt Anisöl. Das ist das Aroma, was man gut verwenden kann. Oder, was wir heute auch verwenden als Köder, Knoblauch als Aroma. Auch das wäre eine Möglichkeit. Wir könnten also in der Futtermische variieren zwischen Anisöl oder Knoblauch als Aroma. Und hätten damit natürlich schon wieder eine Möglichkeit, einmal die klassische Brassenfuttermische herzustellen oder eine Brassenfuttermische mit der Zusatzkomponente Knoblauch, um so noch eher an unserem Köder dran zu sein. Wenn wir N drücken, kommen wir hier in das Handwerksfenster. Dort scrollen wir erstmal ganz weit nach unten und da sehen wir dann schon hier die ganzen Original-Standard-Futtermischen. Und hier nehmen wir einfach mal die originale Brassenfuttermische und sehen, was wir dafür alles benötigen. Die ganzen Komponenten kaufen wir im Shop, im Angelshop. Auch wenn wir Perlengraupen oder Hirse oder sowas vielleicht auch im Lebensmittelshop bekommen können. Das hier sind alles Futtermische-Komponenten und dementsprechend holen wir die aus dem Angelgeschäft. Also Perlgraupe als Basis, Fliegenmade, Hirsebrei und Anisöl. Das ist quasi dann die Original-Brassenmische. Ab dieser Futtermische, ab diesen vier Komponenten kannst du richtig gut auf Brasse angeln. Was ich noch zusätzlich gerne mache, ist eine Brassenfuttermische Plus. Und die gucken wir uns nochmal an. Diese Futtermische habe ich jetzt gerade eben noch zusammengebaut. Ihr seht, wir haben hier die Basis, wie gerade schon in der Original-Futtermische. Perlgraupe, Fliegenmade, Hirsebrei, Anisöl plus zwei Komponenten, die extra dazugekommen sind. Die Feed Pellets sind extra Zusätze für das Herstellen von Futtermische mit speziellen Aromen. Diese gibt es dann wiederum in den verschiedenen Größen, also 12er, 8er oder 4er, 4 mm, 8 mm. 1,2 cm, also 12 mm. Also diese verschiedenen Größen gibt es. Ich verwende gerne die etwas größeren, einfach nur, damit wir vielleicht auch die Chance haben auf etwas größere Brassen. Achte darauf, wenn du diese Artikel verwenden möchtest. Hier stehen die Voraussetzungen dafür. Level 8 wirst du mit Sicherheit schon haben, aber du benötigst auch 60% in der Angelfutterzubereitung. Das macht das Ganze natürlich schwierig. Wenn du allerdings schon die Basis Brassenfuttermische hast, kannst du schon starten. Wenn du das Ganze verbessern willst und ein bisschen optimieren willst, dann machst du eben hier diese Feed Pellets noch mit rein und stellst dir so die optimale Futtermische her für den passenden Köder. Und auf den Köder gehen wir jetzt ein. Wenn wir die Taste O drücken, sehen wir hier natürlich auch die Köderbeschaffung. Und wie auch schon in den anderen Feeder-Tutorials erklärt, skillen wir anfangs erstmal nur die Köderbeschaffung hier bis zum Knoblauchteig. Ab Käsewürfel, Quarkteig, Erbsenbrei wird es langsam teuer. Diese Produkte hier wie Käse oder Quark, die gibt es am Koori. Das Ganze kostet wahnsinnig viel Silber.
und das Silber sparen wir uns erstmal unter Level 20. Das heißt, wir skillen maximal erstmal bis zum Knoblauchteig. Wenn wir dann später Level 20 plus sind und wir haben ein gutes Grundsetup, also eine schöne Fortuna Carp, eine richtig gute Rolle, am besten sowas wie eine HSV und ein passendes Setup, und dann haben wir noch Geld übrig, dann geht es weiter ins Skillen. Wenn du nicht genau weißt, was du kaufen sollst, ich verlinke hier nochmal das Video, was kaufen unter Level 20. Dort wird dann alles erklärt, was interessant ist für Spieler unter Level 20, was man sich da am besten kaufen soll. Und im Nachhinein, wenn man dann Level 20 ist, da verlinke ich das Video hier nochmal ab Level 20. Also, welches Ziel solltest du dir setzen bis Level 20? Was ist also wichtig für einen Spieler, der noch unter Level 20 ist? Wie viel Silber braucht man dann ab 20? Worauf skillt man dann? Was kauft man sich alles? Die Herstellung der verschiedenen Köder braucht tatsächlich etwas Zeit. Deswegen kann man das immer schön nebenbei machen. Zum einen kann man natürlich immer gerne ein bisschen schaufeln. Das heißt, immer mal wieder zwischendurch die Schaufel verwenden, dass man hier ein paar Würmer ausgräbt. Man kann natürlich immer wieder gut auch Kartoffeln verwenden. Das geht relativ schnell und günstig. Brot, also aus dem Weißbrot das herstellen, das ist auch noch günstig. Perlengraupenbrei, übrigens auch ein hervorragender Brassenköder, kann man auch sehr gut verwenden. Und Stück für Stück wird das Ganze aber auch immer teurer. Das heißt, wenn du richtig effektiv und an diesem heutigen Spot, wo ich gleich hingehe, angeln willst mit Knoblauchteig, brauchst du leider ein bisschen Skill. Das wird etwas dauern. Bedeutet also, solange wie es geht, noch am Windenbach angeln oder am Moskitosee angeln. Da brauchst du weder eine Futtermische noch besondere Köder und kannst dann mit dem dort erangelten Silber sehr schön hier weiter die Köderbeschaffung und die Futterherstellung skillen. Und wenn du dann soweit bist, bis hierhin zum Knoblauchteig, also wenn du da die Prozente erreicht hast, dass du das herstellen kannst, dann machst du damit erstmal Stopp, angelst dann erstmal schön Brassen und fängst da dann eben an, richtig hart zu sparen bis Level 20, dass man sich dann eben auch das Midgame-Setup leisten kann. Ich drücke nochmal eben N und dann schauen wir hier kurz rein. Da haben wir ja die verschiedenen Artikel. Hier haben wir zum Beispiel jetzt Weißbrotteig. Da wählt man dann eben das Baguettebrot, hier das Weißbrot aus und stellt das her. Perlengraupe auch super billig, auch richtig gut fürs Brassenangeln, immer wieder testen. Und der andere Köder ist eben hier Knoblauchteig. Und da sehe ich, hier fehlt mir gerade Weizenmehl. Knoblauch, Sonnenblumenöl und Weizenmehl. Daraus machen wir den Knoblauchteig. Das heißt, wir gehen hier am besten auch tatsächlich an der alten Festung zum Lebensmittelgeschäft. Das Lebensmittelgeschäft an der alten Festung ist das günstigste Lebensmittelgeschäft im Game. Das heißt also, wenn wir hier etwas herstellen wollen oder kaufen wollen, dann kaufen wir das hier am besten ein. Da sind wir auch schon drinne. Also Weizenmehl, ich sehe gerade, ich habe sogar noch was. Ja, das passiert natürlich auch gerne mal. Ich nehme jetzt einfach nochmal so ein 10er-Paket. Und dann gucken wir nochmal über N hier rein. Knoblauchteig, es war einfach nicht automatisch ausgewählt. Heißt also, ich habe es hier sogar noch in der Tasche. Das legen wir hier rein. Knoblauch habe ich auch noch, 126. Sonnenblumenöl, da übrigens aufpassen. Beim Sonnenblumenöl, dort kauft man gerne zu viele Portionen. Zumindest war das immer so. Genau, Anzahl an Portionen, 100 Stück und so weiter, 10 Portionen. Ich glaube, mittlerweile ist das ein bisschen besser ersichtlich. Man kauft halt wahnsinnig schnell sehr viele Portionen Sonnenblumenöl. Ihr seht, ich habe hier knapp 500 Stück noch. Also viel zu viel gekauft. Passiert. Und wir stellen jetzt noch ein wenig Knoblauchteig her. Und damit kann man natürlich auch hervorragend dann Skillpunkte machen. Einmal hergestellt reicht für 54 Mischungen oder 54 Mal Teig. Richtig, richtig gut. Das Ganze machen wir 2-3 Mal und ab geht es. Wir haben ausreichend Futtermische und Köder fürs Angeln auf Brasse. Und jetzt geht's zum Spot. Wir gucken uns das Setup an und wo wir angeln. So, heute testen wir mal eine neue Stelle, die ich noch nicht probiert habe. Die Routen hatte ich sogar schon hingestellt und es wird auch langsam Zeit. Wir müssen uns schon fast etwas beeilen. Denn wir wollen ja jetzt hier
schnell, zack, die Futtermische hier rein tun und den Köder auswerfen. Das Ganze ist jetzt hier auf 12 Meter Clip und wir werfen da drüben diesen Baum an auf 12 Meter. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, so weit muss es gar nicht sein. Also, ich werfe das noch ein paar Mal jetzt aus. Das ist jetzt gerade genau die richtige Uhrzeit. Wir wollen beim Brassenangeln im Idealfall so gegen 18, 19 Uhr am Spot sein und dann schon mal anfüttern. Wie am Anfang schon gesagt, Brassen sind Fressmonster und wir wollen, dass die richtig schön einen aktiven Spot vorfinden mit sehr, sehr viel Futter. Dementsprechend werfen wir hier ein paar Mal aus. Dass wir schon mal mindestens für den Start hier 10 Mal Futtermische an dem Spot haben. Das lasse ich jetzt schon mal drin. Stopp. Doch, Bremse passt. Niemals die Bremse zu hoch haben, wenn man am Anfang nicht weiß, wie stark die Bremse eingestellt ist. Lieber zu gering als zu hoch, nicht dass da etwas abbricht. So, zweite Route auch direkt raus. Und da geht auf der ersten sogar schon direkt wieder was rein. Wir machen nochmal schnell hier die letzte Route rein. Brasse, Knoblauch. Halt, das ist eine andere Mische. Brasse, Knoblauch. Die hier ist es. 54 Stück. Perfekt. Und auch hier auf 12 Meter. Alles an die gleiche Stelle. Wir stellen den Schnurclip, wie gesagt, ein. Zeige ich gleich auch nochmal. Und dann geht's auch schon los. Ich mache mal ein bisschen lauter, damit wir das Knattern hören. Und dann stellen wir natürlich die Bremse so ein, dass das Knattern der Bremse gerade aufhört. Perfekt, geht schon gut los. 1,2 Kilo passt. Schnurclip mit Steuerung plus minus. Wenn du da noch Fragen hast, wie man das alles aufbaut und zusammenstellt, am besten in die komplette Tutorial-Serie schauen. 20, 22, 23. Ich verlinke auch die nochmal. Da werden alle Fragen beantwortet. Bis Level 40 wirst du keine Fragen mehr haben zum Game RF4. Da geht es einfach komplett von A bis Z durchs Game. Ja, schauen wir uns das Setup einfach mal an. Ich habe jetzt hier in dem Fall natürlich schon etwas Hochwertigeres. Grundsätzlich kann man sagen, wenn du hier mit dem Feeder-Set Start stehst, ist das nicht verkehrt. Du wirst aber schon hart am Limit sein. Eine Brasse natürlich wie gerade eben, 1,2 Kilo, gar kein Problem. Aber eine Brasse mit 3 Kilo, die wird schon ordentlich Action machen. Macht aber auch Spaß, nehmen wir natürlich auch gerne mit. Hier vorne hat es gerade auch schon wieder gezuppelt. Wir gucken uns jetzt mal eben das Setup an. Grundsätzlich ist das Setup jetzt gerade so aufgebaut. Hier ist das schwächste Glied. Wir haben jetzt hier ein Vorfach von 7,4 Kilo Fluorocarbon. Auch das immer wieder wichtig. Brassen sind recht vorsichtig. Von daher lieber ein bisschen durchsichtig, transparent und eher ein bisschen dünner reingehen. Auch wenn ihr hier mit 5 oder 6 Kilo unterwegs seid, ist das auch noch optimal. Am besten unter diesen 7,4 Kilo, dann geht man da auf Nummer sicher. Man hat natürlich jetzt hier mit 7,4 Kilo eher so ein bisschen die Chance, dass man auch mal einen dickeren Fisch rausziehen kann. Hakengröße, einen 1er Haken hat sich bisher immer ganz gut bewährt. Da gehen auch die richtig schönen großen Brocken rein. Und dann läuft das ganz gut. Wenn ihr euch zu viele große reingeht und ihr fangt die ganze Zeit einfach nur die großen und seid immer im Drill, dann geht einfach runter auf einen 4er-Haken vielleicht. Dann lieber die Brassen, die so im Kilobereich sind, in großer Menge fangen, als ständig mit einem großen Fisch die ganze Zeit beschäftigt zu sein. Guck mal hier, alle Routen hier schon wieder in Action. So soll das sein. Bremse immer vorsichtig anpassen. Genau, die wollen wir natürlich nicht haben hier, die kleinen unmaßigen. Aber die sind gerade in den Abendstunden oder in den Morgenstunden immer vermehrt dabei. Die Brasse ist natürlich ein absolut aktiver Nachtfisch. Deswegen ja ab 18 Uhr am Spot sein und schon mal anfüttern, sodass wir dann eben in der Nacht den Spot aktiv haben und dann eben auch richtig schön hier in den Drill gehen können und die richtig großen Brocken rausziehen über Nacht. Und dann eben bis ungefähr, ja, es geht manchmal bis 9, manchmal bis 10 Uhr morgens, dass wir da dann eben noch hier stehen und rausziehen. Und sonst den Tag über dann andere Spots suchen. Oder dass man dann am gleichen Spot ist, aber vielleicht einfach mal einen anderen Köder verwendet. Was sehr gut funktioniert den Tag über, ist einfach mal nur den Mistwurm verwenden und dort dann eben auch an verschiedenen Stellen hier am Rand einfach mit dem Mistwurm angeln. Ganz viele verschiedene Fische, die reingehen.
bringt euch weitere Skillpunkte im Grundangeln und natürlich verschiedene Fische auch noch im Kescher, damit man Kaffeeaufträge abschließen kann. Und weiter geht's. Da geht schon wieder was ein bisschen in die Bremse. Das heißt, ich kann nochmal einen Schritt nach oben gehen in der Bremse. 1,4 Kilo. Ja, sie werden also immer größer. Sehr, sehr gut. So, jetzt bin ich sogar schon so ein bisschen weiter links rüber gewandert. Von dem Ast hier zu dem Turm. Auch das sollte noch gehen. Hier sind wir auf der Map. Und wenn ihr seht, wir werfen hier auf 12 Meter. Ja, ich muss so ein bisschen mehr zurück in diese Richtung. Wieder hier zu dem Ast. Gucken wir, genau. Das heißt, wir landen hier wieder in diesem Loch. Und das ist absolut essentiell. Die Brassen lieben diese Vertiefungen. Die Brassen lieben die tiefen Löcher an dem Gewässer. Bedeutet also, wenn du mal hier stehst an diesem Spot, vielleicht in ein, zwei Wochen nach dem Erscheinen des Videos, und es funktioniert hier nicht, was normal ist, denn die Fische, die wandern ja immer mal, dann testest du einfach genauso einfach andere Spots. Und die Spots siehst du jetzt eigentlich auch schon, wenn du weißt, wo die Brasse ist, überall verteilt in den Löchern. Bedeutet, hier in diesem Bereich kann man sich hinstellen. Also hier oder hier, relativ knapp, auch nur mit so ungefähr 10, 12 Metern. Hier natürlich genauso. Oder hier testen. Hier oben ist eine Stelle, funktioniert immer wieder. Hier unten in dem Bereich, gegenüberliegend hier in dem Bereich, genauso wie hier oder mal hierhin oder mal hierhin. Das sind einfach... Hier drüben natürlich auch, war sogar letzte Woche noch. Also es gibt immer wieder da, wo diese Kanten sind, also die Kanten zu diesen tiefen Löchern oder eben auch direkt in diese tiefen Löcher rein. Da sind eben die Stellen, wo die Brassen gerne stehen. Heißt also, wenn du gerade an einer Stelle nichts fängst, zack, zum nächsten Spot laufen. Du weißt ja jetzt wo. Neben dem Testen der Spots ist natürlich auch immer das Testen der verschiedenen Köder wichtig. Heißt also, du verwendest die Original-Standard-Brassenfuttermische zum Testen. Und wenn du da merkst, es funktioniert vielleicht anstatt des Knoblauchsteig gerade vielleicht viel besser der Perlengraupenbrei, dann verwendest du natürlich den. Noch besser ist natürlich noch günstiger der Köder, dann verwendet man den natürlich auch noch lieber. Wir gucken nochmal kurz rein in die verschiedenen Köder. Und da haben wir auch eine ganz große Auswahl für die Brasse. Immer mal wieder geht tatsächlich der Mistwurm durchaus okay. Aber in den letzten Jahren sind die Teige doch deutlich stärker geworden. Das heißt, wir überspringen hier das ganze Fleischige. Wie gesagt, ab und zu mal mit dem Mistwurm. Ja, aber es ist eher so zweite Wahl, gerade jetzt hier an der alten Festung. Deutlich besser sind dann, wie gesagt, die Teige. Und da ist natürlich einer der Top-Köder einmal der Erbsenbrei. Dann haben wir hier den Knoblauchteig. Dann der Perlengraupenbrei und der Quarkteig. Bedeutet also für dich als Brassenangler, diese Köder herstellen, gerne auch in großer Menge. Gerne damit auch viele Skillpunkte machen. Ihr seht, ich habe hier 2000 davon, 8000 davon und so weiter. Einfach nur, damit ich irgendwann auch auf meine 100% gekommen bin im Herstellen der Köder. Immer wieder viel probiert, das allerdings auch erst mit über Level 30 plus gemacht, wo man einfach mal ein bisschen Silber übrig hatte, weil man ja schon ein gutes Mid-Game-Grund-Setup hatte. Also, das macht man dann mit der Zeit, Stück für Stück, aber diese Köder einfach im Blick behalten. Erbsenbrei, Knoblauchteig, Perlengraupe und Quarkteig. Das sind die Köder, die am besten funktionieren für die Brasse. Zack, und da sind sie auch schon alle wieder in Action. So soll das sein. Ja, und jetzt ziehen wir im Idealfall hier die ganze Nacht durch. Wir haben im Idealfall eine richtig gute Frequenz. So soll das sein. Ein nach dem anderen, Stück für Stück hier die Bremse hoch, bis es nicht mehr knattert. Perfekt, immer vorsichtig sein. Wir wollen hier nicht, dass was abreißt. Jawohl, 1,4 Kilo, 1,5. Gerne auch noch die noch größeren. Ja, und dann hier, wie gesagt, mit dem 1er Haken bin ich schon ganz zufrieden. Wenn ich hier eine sehr, sehr gute Frequenz habe und fast nicht hinterherkomme, es gibt manche Tage, wo das Wetter dann auch noch perfekt ist, dann mache ich auch manchmal einen 1,0er Haken drauf. Nochmal eine Nummer größer. Da können dann wirklich selten,
Also die Frequenz geht dann sehr runter, aber da können dann auch mal richtig große Brassen reingehen, über 3 Kilo, 4 Kilo, vielleicht sogar eine Trophy. Ist aber, wie gesagt, sehr selten. Da muss der Spot auch richtig gut rennen. Zack, und weiter geht's. Und das sieht auch schon gut aus. Na guck, die hatte auch schon ein bisschen Bock. Vorsichtig hier einkurbeln. So, und gib ihm 2,6 Kilo. Ja, gerne weiter so. So geht's jetzt auch weiter. Kohlemäßig lohnt es sich halt immer, immer schön gucken, dass ihr die Brasse rauszieht. Deutlich effektiver als das Aalangeln oder solche Geschichten. Brasse im Early Midgame. Also gerade wenn man so die in Richtung Level 20 geht und auch noch bis Level 25, lohnt sich immer schön rausziehen die Brocken und damit Kohle machen. Ich glaube, wir haben alles. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.